Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir über ein Achievement freischalten können. Deswegen ist es auch ein Mount/Achievement-Guide. Wir wollen uns heute folgendes Mount angucken, und zwar Hand von Heres Timorak, schimpft sich das. Und dieses Mount bekommen wir, wie gesagt, über einen Erfolg, sogar ein Meta-Achievement. Und das ist einmal der Erfolg Ruhm des herrschenden Schlachtzüglers, und für diesen müssen wir folgendes machen: Schließt die unten aufgelisteten Schlachtzugserfolge im Sanktum der Herrschaft ab. Das sind insgesamt 10 Erfolge, und ja, glücklicherweise gibt es auch 10 Bosse in der Raid-Instanz, dementsprechend bei jedem Boss gibt es ein Achievement. Ein Erfolg ist ein bisschen, da muss man ein bisschen im Trash auch Ausschau halten. Bei Kaltusa, da muss man so eine Katze zweimal bzw. dann ein drittes Mal finden und aufheben und ihn dann quasi mit in den Bosskampf reintragen, aber sonst sind alle Erfolge direkt bei den Bossen, wo man dementsprechend dann startet. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die Hand an, beziehungsweise dann auch die anderen Models von der Hand, und dann würde ich sagen, zeige ich euch, wie die ganzen Erfolge funktionieren, dass ihr euch das schön nachspielen können. Also wir haben hier erstmal die Hand von Heres Timorak, und ja, die hat das gleiche Mount Special wie die anderen Hände auch. Wir können es mal machen. Man macht quasi dann hier so eine Handbewegung. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ein Steinschere-Papier-Game ist. Ich glaube, das ist aber immer gleich tatsächlich. Ja, keine Ahnung. Also zumindest ist es bei mir immer gleich. Und ja, so als Mount Special auf jeden Fall ein ganz nettes Ding. Jetzt geben wir mal hier Hand ein. Und zwar gibt es von diesem Handmount insgesamt 4 verschiedene. Einmal hier die Hand von Heres Timorak. Das ist die über den quasi Meta, über das Meta-Achievement für die Raid Dungeon. Dann haben wir Hand von Barmetra. Das bekommt man aus dem Beutel der Tormentor hier von Tormentor von Torghast ist das. Das Event, das ist aber hier im Schlund. Alle 2 Stunden spawnt ja ein Event, und einmal die Woche kann man von den Bossen jeweils dann die Kiste kriegen. Da hatte ich schon ein Video drüber gemacht. Die Hand von Nigalimat ist so ein Rätselmount. Da hatte ich auch schon ein Video zu gemacht. Da kriegt man quasi die goldene Hand. Da muss man alle möglichen Sachen hier im Schlund erledigen. Und das letzte, die Hand von Salaranga, die echt am coolsten aussieht. Die bekommt man über das Meta-Achievement hier bei Quests und dann Shadowlands. Und wo haben wir das? Das hier, wo wir dann wiederum ein anderes Meta-Achievement braucht, wo halt leider noch Sachen timegated sind, weil halt einfach die jeweiligen Quests nicht bis jetzt nach über zwei Monaten 9.1 noch nicht aufgetaucht sind und man dementsprechend die noch nicht abschließen kann. So viel dazu zu den Handmounts. Jetzt würde ich sagen, schauen wir einmal in den Raid rein, und wir machen das chronologisch die Bosse nacheinander durch, dass ihr auch, wenn ihr vielleicht schon das ein oder andere Achievement habt, so ein bisschen durchskippen könnt. Dann kommen wir zum ersten Boss mit dem Erfolg. Ein unschlagbares Duo, und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen: Besiegt den Terragu im Sanktum der Herrschaft auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr die Nebel betreten und Moriatz und Knöpfchen wieder vereinigt habt. Hört sich einfach an, ist es tatsächlich auch. Hierfür müssen wir einfach nur in der Nebelphase einen Mob zum anderen bringen. Also in dem Fall hier Knöpfchen zu Moriatz. Wir sollten aber, bevor wir den Kampf beginnen, ein paar Sachen setupen. Und zwar habt ihr ja diese Anima-Bonis, die ihr von den verschiedenen Mini-Bossen um den großen Boss außenrum ergattern könnt. Hier ist es von Vorteil, ihr müsst es nicht unbedingt, aber es ist von Vorteil, wenn sich 1-2 Spieler folgenden Anima-Bonus holen, und zwar seltsam instabiler Schlüssel. Das verursacht einfach, dass ihr 90% weniger Flächenschaden bekommt. Diese komplette Vereinigung muss nämlich innerhalb der Nebelphase sein, und dort gibt es halt AE-Schaden, wenn ihr nicht in einem Safe-Spot steht. Ihr müsst aber rumlaufen und die Mobs vereinigen, dementsprechend kriegt ihr Schaden, und dann ist weniger Schaden oder hier 90% weniger Schaden zu bekommen eigentlich eine relativ gute Sache. Als Tank haltet ihr es wahrscheinlich auch so aus, aber macht es euch einfacher, wenn 1-2 Spieler diesen seltsamen immateriellen Schlüssel mitnehmen. So, wie funktioniert das Ganze? Der Kampf beginnt, ihr spielt das Ganze mal runter bis zu dem Punkt, wo die Nebelphase beginnt. Der Boss castet dann den Nebel, und dann wird alles ein bisschen schwarz, und wir haben hier 4 Marks aufgestellt, und an diesen 4 Marks außen kann quasi der Mob spawnen. Und ihr seht schon, hier bei grün konnte der Shadow einmal Knöpfchen anklicken, da hat man einfach so ein Zahn dran, klickt es an, und dann schaut man, wo ist der andere Typ, der war jetzt hier bei Stern, bringt den rüber,
und fertig ist die Sache. Das muss quasi in dieser Nebelphase passieren. Das, ihr habt gesehen, es war relativ knapp, das war vielleicht nur eine Sekunde über, also man muss dann auch einigermaßen zügig sein. Deswegen würde ich euch empfehlen, da eventuell Klassen einzuteilen, die Speeds haben, wie zum Beispiel einen Druid oder einen Monk oder was ihr auch immer dabei habt, ein Schurke. Der Shadow hat es jetzt hier gerade geschafft, war aber verdammt knapp. Also Speedklassen haben es da tatsächlich wesentlich einfacher. Und wenn ihr das in einer Phase geschafft habt, wird das Achievement dementsprechend auch weiß und dann müsst ihr nur noch den Boss ganz normal runterspielen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Dann kommen wir zum zweiten Boss mit dem Erfolg. Ein Auge für Bildkomposition. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt das Auge des Kerkermeisters im Sanktum der Herrschaft auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem es sofortige Auslöschung eingesetzt hat und ihr danach mit der geplünderten Selfie-Kamera ein Bild von ihm und der gesamten Gruppe bzw. dem Schlachtzug geschossen habt. Hört sich jetzt ein bisschen komplexer an, ist es tatsächlich gar nicht. Wir müssen einfach den Boss erstmal relativ normal runterspielen. Ihr müsst vor dem Kampf nichts plündern oder so, die Selfie-Kamera bekommen wir dann im Kampf. Heißt, ihr spielt den Boss runter auf 30 oder 33%, da geht der Boss in die letzte Phase und fängt dann an, einen Spell zu casten, und zwar sofortige Auslöschung. Sobald er diese sofortige Auslöschung castet, geht's eigentlich mit dem Achievement los. Denn hinten, wir haben das hier mit grün gemarkt, ist so ein kleines Säckchen und das könnt ihr anklicken und dann bekommt ihr die Selfie-Kamera. Diese Selfie-Kamera könnt ihr dann einmal auslösen und ein Bild machen. Ich habe das jetzt gerade gemacht gehabt. Das Problem war, ich war zu weit hinten gestanden. Ihr müsst den kompletten Raid mit dieser Selfie-Kamera draufkriegen. Ihr habt dann einen Button, wo ihr quasi die Kamera auslösen könnt. Das hat bei uns geklappt. Ihr seht das auch schön im Achievement, dass ich mir rausgezogen habe, die Gruppe ist weiß geworden, der Boss nicht. Für den Boss müsst ihr näher ranlaufen. Ihr könnt aber nicht mehr normal laufen, sondern ihr müsst dann rückwärts laufen, weil ihr so komisch gedreht seid. Also ihr habt eine komplett beschissene Steuerung. Ihr könnt es vorher mit dem Toy-Selfie-Kamera einmal üben, dann ist es ein bisschen einfacher. Ja? Ich würde euch empfehlen, das vielleicht einen Tank machen zu lassen, der ein bisschen defier ist oder ein Spieler, der da Def-CD zieht, denn es kommen natürlich die normalen Fähigkeiten währenddessen. Und wenn ihr das macht, sollten sich alle vor dem Boss stacken und dementsprechend der, der die Selfie-Kamera benutzt, der backpedalt quasi zum Raid hin, dass er relativ nah an den Boss ran ist, dass er sowohl den Boss als auch die Gruppe mit drauf bekommt. Dann ist es eine relativ einfache Sache. Wenn ihr von hinten fotografiert, wie ich das am Anfang gemacht habe, dann zählt irgendwie der Boss nicht, obwohl der ja eigentlich mit drauf ist. Der ist ja groß genug. Ihr müsst da tatsächlich einfach einen Ticken näher ran. Gut, das war es eigentlich schon. Ihr solltet euch vielleicht vorher überlegen, wen ihr dafür auswählt, der diese Selfie-Kamera benutzen darf. Und ja, dann sind wir damit auch schon durch mit dem Achievement. Dann kommen wir zum dritten Boss mit dem Erfolg 9-mal klug. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt die 9 im Sanktum der Herrschaft auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr einen Splitter des Schicksals aus mindestens 9 Fragmenten des Schicksals erschaffen habt. Wie funktioniert das jetzt genau? Ihr pullt den Boss einfach in der ersten Phase ganz normal, haut beide von diesen Valkyren runter und tötet diese dann auch. Sobald ihr in der zweiten Phase angelangt seid, wird es dann interessant. Denn hier ist es so, dass alle paar Sekunden immer 3 Spieler einen Force Debuff bekommen. Normalerweise ist es so, dass diese Spieler nach außen laufen, die Debuffs dispelled werden, bis es quasi auf einem Spieler drauf ist. Und sobald nur noch ein Debuff im Raid ist, wird dieser Debuff ausgelöst, verschwindet dann von dem Spieler. Es gibt so einen Froststachel und die Mechanik ist erfolgreich gespielt. Diesmal wollen wir das aber hier nicht so spielen, denn für das Achievement müssen wir nicht 3 Effekte in diesen Froststachel reinfüttern, sondern insgesamt 9 von diesen Fragmenten. Die einfachste Möglichkeit, das so zu spielen, ist einfach, dass die Spieler mit den Debuffs nicht mehr rauslaufen, sondern ihr stellt euch einfach als Gruppe komplett zusammen und lasst diese 3 Debuffs im Raid. Nach ein paar Sekunden kommen dann dementsprechend nochmal 3 Debuffs, die lasst ihr auch im Raid. Wieder ein paar Sekunden später kommen nochmal 3 Debuffs und dann habt ihr insgesamt 9 Debuffs im Raid. Jetzt fangt ihr an, dass die Spieler, die quasi keine Debuffs haben, sich abseits zu stellen oder in einem Extra-Camp, und die Spieler, die die Debuffs haben, bleiben quasi im Camp. Und dann wird angefangen zu dispellen und alle Spieler, die dispelled wurden und keinen Debuff mehr haben, laufen quasi raus und gehen in das Camp zu den Spielern ohne Debuff. Und am Ende ist es dann so, dass nur noch
zwei Spieler übrig sind, die dann die kompletten Debuffs haben. Dann dispellt ihr einen, der Debuff springt auf den letzten Spieler über und dann habt ihr 9 Debuffs auf einem Spieler. Sobald alle Debuffs auf, quasi auf einem Spieler vereint sind, wird dieser Froststachel ausgelöst und ihr habt auch die Voraussetzung für das Achievement abgeschlossen. Es wird dann auch weiß und dann könnt ihr einfach ganz normal den Boss umhauen. Was ihr ein bisschen beachten solltet, diese Debuffs, die ticken ein bisschen. Wenn jeder einen hat, ist es im Normal kein Stress. Bei 2, 3 ist es auch noch kein Stress, aber wenn dann Leute 4, 5 aufwärts Debuffs haben, dann sollte das relativ schnell mit dem Dispel gehen. Hier macht es Sinn, mit mehr Heilern zu spielen, dass ihr A, mehr Heilung habt und auch vor allem mehr Dispels. Wenn jetzt einer mit 7 Debuffs da 10, 15 Sekunden rumsteht, dann wird er relativ schnell sterben. Vielleicht macht ihr das dann auch mit ein bisschen defensiveren Leuten, dass der Letzte, der quasi dann die 9 Debuffs carryen muss, dementsprechend auch ein paar Dev-CDs hat, dass er das aushält. Wir haben das zweimal hier probieren müssen. Beim ersten Mal ist uns tatsächlich die Gruppe auseinandergeklappt, weil doch der Schaden höher war als gedacht. Ja, sonst ist es eigentlich nicht sonderlich schwierig, Debuffs auf eine Person bringen und dann dementsprechend gucken, dass ihr halt vorher, wenn ihr erst ein Set von Debuffs habt, dass ihr nicht anfangt zu dispellen, denn wenn ihr das vorher schon auf ein, also quasi auf einen Spieler bringen wollt, dann verschwindet es. Ne? Also das ist nicht abhängig von der Anzahl der Debuffs, sondern einfach nur, dass nicht alle Debuffs, die da sind, auf einem Spieler sein dürfen. Also ihr könnt theoretisch einen dispellen und quasi bei dem ersten Set 2 Debuffs auf einem Spieler haben und einen auf dem anderen. Macht aber keinen Sinn, dann habt ihr einfach ein bisschen mehr Schaden fokussiert auf einen Spieler. Deswegen lasst am besten die kompletten Debuffs erst verteilt und macht die Dispel-Arbeit dann, wenn dementsprechend alle 9 Stacks vorhanden sind. Gut, dann kommen wir zum 4. Boss mit dem Erfolg. Ich habe zu Hause reihenweise Untergrundratten abgeknallt und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt den Überrest von Nazul im Sanktum der Herrschaft auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr 3 Tore erzielt habt. So, mit was können wir jetzt Tore erzielen? Und zwar, Nazul, der droppt ja ab und an so komische Orbs hin, die müssen dann mit dem Tanklaser aufgeschossen werden und dann kann man die aufheben und eigentlich von der Plattform schmeißen. Soweit der normale Kampf. Jetzt ist es so, dass wir hier am Rand so ein Pendel runterhängen haben und an diesem Pendel ist ein Ring dran und wir müssen quasi mit diesen Kugeln durch den Ring durchschießen. Wäre das nicht schon schwer genug, gibt es parallel dazu noch ein weiteres Pendel, das hängt aber nicht nur runter, sondern das schwingt. Und wir müssen jetzt die Kugel durch das Pendel schmeißen, das statisch ist, und gleichzeitig abwarten, dass das Pendel so fliegt, dass quasi man durch beide Ringe gleichzeitig schießt. Und dann hat man in Anführungszeichen ein Tor geschossen. Ja? Und das Ganze müssen wir 3-mal machen. Jetzt ist es aber nicht so, dass ihr die Kugel aufheben könnt und schießen könnt, wenn die Pendel genau übereinander seid, sondern ihr müsst so ein bisschen das vorausahnen, so ein bisschen mitzählen, wann das Pendel da sein wird, wenn eure Kugel im Fliegen ist, weil ihr werft die Kugel und die ist nicht instant, sondern die fliegt halt so einen kleinen Bogen und braucht 1-2 Sekunden, bis sie beim Pendel ist. Also es ist ein bisschen tricky, muss man ein bisschen rumprobieren. Wir haben es tatsächlich im ersten Try geschafft, das haben alle möglichen Leute im Raid mal probieren dürfen, da durchzuschießen und ich kann euch sagen, es ist beim ersten Mal nicht so einfach, ne, wie man meint, man muss da schon ein bisschen gucken. So als grobe Regel haben wir rausgearbeitet, dass quasi, wenn das Pendel, was schwingt, ja, an einer der Ecken ist, also oben zum Beispiel rechts zum Stillstand kommt, ne, und dann wieder runterfliegt, dass man dann noch 2 Sekunden, 1, 2 und dann den Ball loswirft und dann müsst etwa hinhauen. Aber ihr müsst da so ein bisschen gucken. Ihr solltet auch schauen, wo ihr das Mark hinstellt, wo sich die Leute dann draufstellen, die dementsprechend den Ball werfen. Wir haben das auch während dem Kampf ein, 2 Mal umpositionieren müssen, weil wir es nicht ganz genau am Anfang gestellt haben. Man muss mit der Kugel nämlich relativ nah an den Rand und da ist es schon ein bisschen Feinjustierung. Bei uns war es dann so, nachdem wir 3 durchgeworfen haben, ist das Achievement weiß geworden und dann konnten wir den Boss töten und haben dementsprechend auch das Achievement gekriegt. Ihr habt hier relativ lange Zeit mit dem Enrage-Timer, also ihr könnt dann bis zum bitteren Ende durchwerfen, haut den Boss vielleicht auf einen loweren Prozentsatz, 20-30%
Und dann versucht halt einfach immer wieder die Kugeln zu nehmen und durchzuschießen. Ich glaube sogar ab 30% hat er immer zwei Kugeln gespawnt, auch im NHC. Dementsprechend habt ihr dann so ein bisschen zusätzliche Chancen. Ne? Was noch ein kleiner Hinweis ist, was wir das Problem hatten, ihr solltet dann mit dem Dispellen ein bisschen abwarten oder euch vielleicht da hinstellen mit dem Dispellen, wo quasi ihr durch die Ringe werft. Nicht, dass die Leute, die gerade mit den Ringen am Machen sind, ne, dass die dann runtergenockt werden. So ist es tatsächlich mir auch passiert. Also da ein bisschen aufpassen, am besten dort dispellen und ein bisschen absprechen. Dann ist das eigentlich eine einfache Sache. Ihr müsst halt ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wann ihr genau schmeißen müsst. Aber ihr habt genug Tries, also von dem her sollte es nicht das Problem sein. Gut, damit wären wir dann am Ende auch für das kleine Achievement. Dann kommen wir zum fünften Boss mit dem Erfolg. Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt Seelenfresser Domasane im Sanktum der Herrschaft auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr Garrosh Höllschrei vor Beginn des Kampfs verspottet und dann sämtliche Einschläge von Qual vermeidet habt. Ja, was müssen wir dafür jetzt genau machen? Wir müssen einfach, bevor der Kampf beginnt, einmal den Wert in Garrosh ins Target nehmen. Der hängt da hinten beim Bossraum, da so ein bisschen in der Luft hinterm Boss. Und den nimmt ins Target, macht Slash verspotten. Und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr einen Debuff. Mittels dieses Debuffs habt ihr dann ein bisschen weniger Movement Speed. Der Debuff heißt Höllschreisbürde und verringert euren Movement Speed um 20%. Der ist den kompletten Kampf drauf. Ja? 20% weniger Movement Speed ist jetzt nicht weiter dramatisch. Ihr dürft euch jetzt einfach nicht mehr von Qual treffen lassen. Und Qual ist einfach diese rote Suppe, die immer 3 von 4 Plattformen mit so einer roten Grütze belegt. Das füllt sich langsam auf, dann explodiert es quasi und macht Schaden. Und das ist quasi der Qual-Damage. Ja? Den dürft ihr einfach nicht abkriegen. Und das ganze Achievement ist übrigens kein Personal Achievement, sondern ein Raid Achievement. Das darf keiner aus dem Raid abkriegen. Ehrlich gesagt, wenn man vernünftig moved, ist das auch mit den 20% Malus kein Problem. Was hier auf jeden Fall hilft, ist ein Speed-Totem vom Shami, einen Roar von einem Druid für die Gruppe, Personal Speed CDs, aber auch wenn man natürlich eine blöde Kombi hat, dass man von ganz rechts nach ganz links muss, zur Safe Zone, dann ist auch ein Hexagate relativ praktisch. Das stellt ihr einfach relativ weit vorne, quasi da, wo der Boss am Anfang steht, von links nach rechts oder andersrum, bleibt sich eigentlich ja gleich. Könnt ihr in beide Wege benutzen und dann könnt ihr diese, Anführungszeichen, schwierigere Phase ein bisschen einfacher umschiffen. Mehr ist es tatsächlich nicht, wenn es alle Spieler schaffen, richtig zu moven, verschwindet danach dann der Debuff, sobald der Boss tot ist, und ihr bekommt auch dementsprechend das Achievement. Einer der leichtesten Erfolge hier im Raid. Man braucht halt bloß 10 oder, wenn ihr es mit mehr Leuten spielt, Spieler, die dementsprechend ein bisschen Movement haben. Dann kommen wir zum sechsten Boss mit dem Erfolg, Hau die Seele. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt Leidenschmied Rassnal im Sanktum der Herrschaft auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr die brennenden Käfige aktiviert habt. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen rätselhaft an. Was sind die brennenden Käfige? Eigentlich ist es relativ simpel. Ihr lauft in den Bossraum rein und auf der linken Seite an der Wand ist ein Hebel und den müsst ihr aktivieren. Ich habe den vorher auch nie beachtet, aber ja, da ist dieser Hebel. Und wenn ihr den aktiviert habt, könnt ihr ganz normal den Bosskampf starten. Und jetzt ist es so, wenn ihr den Bosskampf beginnt, werden diese brennenden Käfige am Rand immer rangezogen, beziehungsweise erst hochgezogen und dann spawnen aus denen dementsprechend Adds. Diese Adds, das sind so Seelen, die casten dann etwas, und zwar Schrecklicher Schrei. Und dieser Schreckliche Schrei wird 16 Sekunden lang gecastet, also relativ lang. Der muss auf jeden Fall interrupted werden oder das Ad halt vorher umgebrezelt. Ja? Also wenn, dann unterbricht man es oder man fokust das Ad weg. Ihr solltet eh, sobald die Ads kommen, sofort immer auf die Ads switchen. Wenn der Cast durchgeht, dann kriegen alle
11.000 Schattenschaden und was schlimmer ist, es werden alle gefiert. Und wenn in dem Kampf Leute wild rumgefiert werden, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Man läuft in die Kugeln rein, man läuft in die Spikes rein, man löst irgendwelche Fallen aus und dann kann es halt schnell zu einem Vibe kommen. Deswegen, der Cast sollte nicht durchgehen. Die Ads kommen durchgehend in allen Phasen. Heißt, ihr müsst dann ein bisschen auf Zack sein, dass sobald so ein Ad da ist, alle draufschwenken, wenn ihr als Milis nicht hinkommt, weil irgendwelche anderen Effekte wie Kugeln oder Spikes und andere Geschichten herumliegen. Reichen auch die Ranges, wenn ihr da genug Schaden habt. So viel Leben haben die nicht und ihr könnt die Ads ja immer auch noch kicken. Manchmal sind auch zwei Ads gleichzeitig da, je nachdem, wie lange ihr mit einem Ad quasi braucht. War aber mit einer halbwegs gegierten Gruppe eine relativ einfache Geschichte tatsächlich. Ja, viel mehr kann ich zu der ganzen Geschichte nicht sagen. Wir haben das First Try easiest hinbekommen. Wenn ihr da ein bisschen Auge drauf habt auf die Ads, sollte es kein Problem sein. Dann kommen wir zum siebten Boss mit dem Erfolg. Wissen ist Macht und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Bezwingt den Wächter der Ersten im Sanktum der Herrschaft auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr Wasserrennen den Sucher erst erleuchtet und dann besiegt habt. Ja, das ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Wir müssen, bevor wir den Boss pullen, einen Mob uns besorgen. Und zwar, wenn ihr in den Bossraum von den Ersten reinlauft, dann ist der auf der linken Seite so ein bisschen eine Treppe hoch und da steht dann ein Mob. Das ist dieser besagte Wazaran. Und den pullt ihr und pullt ihn erstmal zum Boss runter. Also nicht beim Boss gleichzeitig pullen, denn die Brücke geht sonst runter. Und dieser Wasserrennen, der ist relativ langsam, castet die ganze Zeit zwischendrin und ist ein bisschen nerviger Typ. Also ihr zieht den erst komplett runter. Wenn ihr den unten im Bossraum stehen habt, dann pullt ihr den Boss. Und jetzt ist es so, dass wir den Typen einmal erleuchten müssen. Wie können wir den erleuchten? Das machen wir, indem wir den Boss in eine von diesen Kuppeln reinziehen und diesen Mob dann da auch mit reinziehen. Wenn der Typ erleuchtet wird, also sobald er da quasi mit in dieser Kuppel drin steht, in dieser Strahlekuppel, wird er erleuchtet und wird auch wieder komplett vollgeheilt. Also wenn ihr ihn vorher DPS, macht es wenig Sinn tatsächlich. Wichtige kleine Randinformation, ihr solltet ihn nur töten, wenn ihr auch sicher seid, dass ihr in dem Try den Boss dann auch tötet, weil wenn ihr den Mob getötet habt, dann habt ihr halt keinen zweiten Versuch. Das ist so ein bisschen blöd. Der Mob an sich ist ein bisschen ätzend, der castet ständig irgendein Zeug und was sehr nervig ist, er macht eine Fähigkeit, entsetzliche Explosion nennt sich die, und die stellt eine kleine Orb auf den Boden und innerhalb von 8 Metern werden Spieler, die das abkriegen, kriegen erstmal 33.000 Schattenschaden, was relativ viel ist. Und zusätzlich dann werden sie noch zurückgekickt. Und wenn euch das genau in der Kuppel drin passiert, wo ihr alle relativ nah in der Kuppel stackt und den Mob ja auch drin habt und ihr die Orb nicht seht, dann könnt ihr damit auch relativ schnell mal wipen. Also da ein bisschen aufpassen. Wir hatten in der Gruppenkonstellation hier relativ viel Schaden. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir den Mob gleich am Anfang loswerden. Wir haben ihn quasi runtergepullt in die erste Kuppel rein. Und haben direkt auch den Boss in die erste Kuppel reingezogen, was man ja normalerweise nicht macht. Und dann dementsprechend leuchtet der Mob so lustig, wenn er in der Kuppel steht, ist dann quasi erleuchtet. Und haben ihn dann sofort weggeburst und dann ganz normal den Bosskampf fertig gespielt, ohne irgendwas anderes. Und dann quasi das Achievement eingeheimst. Wenn ihr weniger Schaden dabei habt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr den Mob ein bisschen außerhalb parkt, aufpasst, wo er seine Kugel hin legt, dass eure Gruppe damit nicht gesprengt wird, und dann ganz normal, wenn ihr den Boss, wenn er halt keine Energie mehr hat, dementsprechend in die Kuppel reinzieht und dann den Mob dann auch reinzieht. Vielleicht am besten da auch HT ziehen, wenn dementsprechend der Mob drin ist, dass er halt schnell stirbt. Nicht, dass er euch mit der Orb nur aus der Kuppel rauskickt, in Kombination mit dem Schaden, die die Orb eh macht, killt euch das dann relativ schnell. Gut, das war es eigentlich soweit alles, was ich hier sagen kann. Wie gesagt, wichtig ist halt, wenn ihr den Mob tötet, müsst ihr den Boss auch schaffen. Sonst habt ihr halt ein bisschen das Problem, dass ihr die resetten könnt oder es dann eine Woche später nochmal probieren könnt. Gut, dann kommen wir zum achten Boss mit dem Erfolg. Makelloses Schicksal. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt Schicksalsschreiber Rokallo im Sanktum der Herrschaft auf den Fähigkeitsgrad normal oder höher, ohne Schaden durch Schicksalsfragmente, Schicksalskonjunktion oder die Explosion von Ruf der Ewigkeit und Echo der Ewigkeit zu erhalten. So, was sind das alles für Effekte? Beziehungsweise fangen wir vielleicht erstmal damit an, das Ding ist ein Personal Achievement. Heißt, wenn
ihr das nicht bekommt, dann habt ihr persönlich irgendwas von denen abbekommen und dementsprechend verkackt, ja, aber jeder andere kann es dann trotzdem individuell bekommen, ja. Ihr könnt das Achievement auch relativ einfach, wenn ihr es jetzt in einem Achievement-Run nicht geschafft habt, danach in einem ganz normalen Normal-HC oder Mythic, selbst Mythic-Run schaffen, ohne dass man speziell für das Achievement was spielen muss. Also das könnt ihr immer im Nachhinein dann auch noch holen. Ich habe es relativ nebenbei bekommen tatsächlich. Jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Schadensquellen an, die ihr nicht erwischen dürft. Also wir haben einmal Schicksalskonjunktion. Das sind diese großen schwarzen Strahlen, in denen ihr einfach nicht drinstehen dürft. Ihr seht das eigentlich immer relativ gut. Wenn, dann sind die direkt bei euch, dann stellt ihr euch einen Rand dran. Oder wenn die auf der anderen Seite spawnen, dann müsst ihr so ein bisschen gucken. Die fächern sich nämlich auf in der Mitte und kreuzen dann nochmal. Also da ein bisschen aufpassen. Am einfachsten ist es bei den Strahlen immer, zu den Strahlen hinzulaufen und euch direkt an die Kante von einem von den Strahlen zu stellen. Dann werdet ihr eigentlich nie erwischt, so als kleinen Tipp. Dann das nächste, was wir haben, ist Ruf der Ewigkeit. Und zwar ist das ein Debuff, den Spieler bekommen. Das sind nämlich diese Bomben. Um diese Spieler sind dann große Kreise rum und der Spieler selber bekommt 13.000 Schaden, was nicht so schlimm ist. Diesen Schaden dürft ihr bekommen, weil den könnt ihr auch nicht vermeiden. Alle anderen Spieler, die dann in dem Kreis drinstehen, die bekommen aber 66.000 Schaden. Und dieser Schaden, den dürft ihr nicht bekommen. Also den Schaden von der Bombe auf euch selbst, den könnt ihr bekommen. Alles fein fürs Achievement. Ihr dürft aber bei niemand anderen in der Bombe drinstehen, weil sonst ist dementsprechend, seid ihr wahrscheinlich tot, weil 66k ist doch schon einiges. Und fürs Achievement seid ihr dann quasi auch gestorben. Und ja, ungünstig. Das nächste, was wir haben, ist Echo der Ewigkeit. Es ist nämlich so, wenn diese Bomben einmal geplaced werden von Spielern, gibt es dann noch ein Echo an derselben Stelle, wie die nächsten Bomben quasi, also in einem gleichen Zeitpunkt wie die nächsten Bomben hochgehen, gehen dann diese Echos auch nochmal hoch. Also man muss sich immer ein bisschen merken, okay, wo haben jetzt Spieler beim letzten Mal die rausgetragen? Da sollte ich mich eventuell auch nicht hinstellen, weil dann gehen die Echos hoch und hier ist es halt das Gleiche. In dem Kreis von den Echos solltet ihr auch nicht drinstehen, sonst habt ihr das Achievement verkackt. Und das Letzte, was wir haben, ist Schicksalsfragmente. Das sind einfach diese weißen Kügelchen, die rumfliegen. Und da solltet ihr euch am besten Fall auch nicht treffen lassen, sonst habt ihr das Achievement verkackt. Ich habe es jetzt in dem Try so gemacht, da ich das Achievement schon mal vor dem Achievement Run fertig bekommen habe, habe ich als Tank absichtlich diese Kugeln eingesammelt, dass dementsprechend die anderen Spieler das ein bisschen einfacher haben, die anderen Sachen zu moven und einfach die Kugeln schon mal weg sind. Ja? Deswegen laufe ich da rum, sammle die ein oder andere Kugel mit ein, dass einfach die anderen Spieler es einfacher haben, um dementsprechend das Achievement zu machen. Das könnt ihr auch als Nicht-Tank machen. Eine Kugel überlebt jeder. Wenn ihr ein Dev-CD zieht, könnt ihr auch 1, 2, 3 mitnehmen und zwischendurch ein bisschen geheilt werdet. Also die Spieler, die das Achievement schon haben, können da die anderen ein bisschen supporten. Sonst, wenn es schief geht, wie gesagt, ihr könnt jederzeit das auch in einem Non-Achievement-Run nebenbei mitmachen. Ihr müsst halt nur richtig moven. Schwierig ist es ehrlich gesagt nicht. Ein relativ leichtes Movement-Achievement. Dann kommen wir zum 9. Boss mit dem Erfolg. Für immer zusammen. Für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt Kel'Thuzad im Sanktum der Herrschaft auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr das Herz des Überrests aufgetaut habt. Ja, was müssen wir dafür genau machen? Wer Kel'Thuzad schon länger kennt, der weiß, dass er in Naxxramas eine kleine Katze hatte, Mr. Bigglesworth. Und wie können wir sein Herz wohl auftauen? Indem wir sein Kätzchen dahin bringen. Gut, als erstes müssen wir aber schauen, dass wir das Kätzchen auftreiben. Wenn wir jetzt hier in den Dungeon reingehen, wir haben hier schon den ersten Boss quasi besiegt und landen, also Terragu ist down, und landen dann quasi hier. Ne? Und jetzt müssen wir hier einmal ran, den Thresh töten und hier hinten in die Ecke gehen. Hier etwa ran, auf der Karte bei den Koordinaten 63, 58. Und dort, ne, hinten bei den Vasen, ist dann die Katze. Und die können wir anklicken. Das ist so eine grüne Schleimkatze, die könnt ihr einfach anklicken und dann läuft sie an den nächsten Spot. Wir müssen die jetzt zweimal finden und dann bei Kel'Thuzad an sich wieder aufklauben. Dann gucken wir uns nur den zweiten Spot an. Und zwar, wenn ihr die erste Katze gestreichelt habt, dann könnt ihr weitergehen. Ihr müsst quasi die 9 umboxen und dann seid ihr hier in diesem Korridor zwischen dem Leidenschmied und hier den Domasane. Und jetzt ist es so, dass hier an der Säule,
ne, bei den Koordinaten 72, 57 dann das zweite Mal die Katze ist. Heißt, ja, hier unten dran, hier an der Säule, ihr müsst dann quasi hier runter, hier geht's dann ja eigentlich weiter zum Boss, ihr macht dann hier noch den Trash, einer läuft dann hier hinten rum und klickt die an. Man kann theoretisch, wenn man das drauf hat, hier auch runterspringen, die Katze anklicken und sich den Trash sparen, aber das sind irgendwie 5 oder 10 Mobs, keine Ahnung, die kann man schnell wegmachen und dann klickt man die Katze an und ja, dann haben wir sie zweimal angeklickt und danach müssen wir dann einmal zu Kaltuzad und dann können wir sie vor Kaltuzad nochmal anklicken und jetzt muss quasi entschieden werden, welcher Spieler sich da bereit erklärt, das zu machen, denn der hat dann die Katze so auf der Schulter sitzen. Und mit dieser Katze muss er dann in der Intermission runter in die, Anführungszeichen, Herzphase. Und zwar ist es ja so bei Kaltuzad, den klopft man herunter auf 0 Leben und dann beginnt ja die Intermission-Phase, wo man quasi die Hälfte der Gruppe oben lässt und gegen Ads kämpft und die andere Hälfte, oder wie man es halt auch dann dementsprechend einteilt, ne, Spieler schickt man dann in diese Herzphase, wo man dann drin Kaltuzad bekämpfen muss und dort müsst ihr dann dementsprechend bis der Bigglesworth mitnehmen. Leider habe ich das als Tank nicht machen können, aber im Endeffekt ist es relativ simpel. Was passiert in dieser Herzphase? Ihr habt dann so einen Extra-Button, den drückt ihr, lasst da Mr. Bigglesworth raus, haut das Herz dann dementsprechend runter und dann habt ihr die Voraussetzungen für die Chiefen erfüllt. Das müsst ihr tatsächlich nur einmal machen. Dann ist nämlich sein Herz geschmolzen. Und ihr könnt den Boss töten. Also ihr müsst dann natürlich schon die weiteren Intervalle spielen, also Kaltuzad wieder runterklopfen, Herzphase spielen, also das erspart euch nicht die mehreren Herzphasen, aber ihr müsst es nur in einer von diesen Herzphasen quasi machen, um dementsprechend dann den Credit fürs Achievement zu bekommen und könnt dann einfach ganz normal den Boss runterspielen. Im Endeffekt ist es nicht sonderlich viel. Ihr solltet halt die Katze einen Spieler geben, der sowieso ins Herz runtergeht von eurer Einteilung auf, ne? Also in dem optimalen Fall einem DD, der da unten den Schaden auf das Herz bringt und dementsprechend sonst könnt ihr den Fight normal spielen. Das Schwierigste an dem Achievement ist quasi die Katze, die zweimal vorher anzuklicken, um die dann mitzunehmen. Solltet ihr das vergessen haben, könnt ihr jederzeit zurückgehen und die quasi dann nochmal anklicken und dementsprechend die vor Kaltuzad dann erscheinen lassen. Dann kommen wir zum 10. und letzten Boss mit dem Erfolg. Die Welt ist ein Prisma und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt Sylvanas Windläufer im Sanktum der Herrschaft auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr das Fokussierungsprisma aktiviert habt. Hört sich jetzt einfach an, ist tatsächlich jetzt ein bisschen komplexer, das Achievement. Wichtig zu wissen, ihr müsst erstmal die erste Phase ganz normal fertig spielen. Sobald ihr die erste Phase fertig gespielt habt, ist es so, dass ihr in der zweiten Phase ja die Ketten langlaufen müsst. Jetzt sind bei den Ketten kleine Orbs versteckt, und zwar insgesamt 4 an der Zahl. Die sind auf diesen Ketten an fixen Positionen. Und zwar die erste ist direkt hinter uns auf der Kette. Also wenn wir starten, nicht vorne weiter über diese Verbindung laufen, sondern ein Stück zurücklaufen und da hinten in der Ecke befindet sich die erste Kette, befindet sich quasi auf der ersten Kette die erste Orb. Die zweite Orb ist auf der dritten Seite, auf der dritten Kette am weitesten entfernt von euch, ne? Also ganz nach vorne laufen. Die dritte ist am linken Ende der vierten Kette und das letzte Prisma ist am Ende der fünften Kette, einfach nach vorne laufen und dann nach links rennen. Also da sind die Positionen, diese 4 sind immer fix, aber was sich ändert, ist tatsächlich die Reihenfolge der Orbs. Und zwar sind es 4 verschiedene Orbs, die haben auch andere Farben und dementsprechend habt ihr für Nightfee eine, so eine lila Orb, für Kyriana ist es eine blaue, für Ventir eine rote und für Necrolord eine grüne Orb. Wir haben es auch so gemacht, dass die jeweiligen Covenants diese Orbs aufgehoben haben, also die Nightfee-Spieler die Nightfee-Orb und einen Kyriana die Kyriana-Orb. Ich bin mir nicht sicher, ob das hundertprozentig notwendig ist, macht es am besten vielleicht einfach so. Bei uns hat das auf jeden Fall zum Erfolg geführt. Diese Orbs müssen also aufgesammelt werden. Also haben wir dann, sobald diese Phase zu Ende ist, die zweite, 4 Spieler mit den jeweiligen Orbs. So, das ist der erste Teil.
wenn ihr das einmal gesehen habt, wo die liegen, dann ist es relativ easy. Ich muss zugeben, bevor ich das Achievement gemacht habe, ist mir auch nie aufgefallen, dass da diese Kugeln liegen, aber sie sind auf jeden Fall da. Ihr habt es jetzt auch gerade so ein bisschen nebenbei gesehen, wie die aussehen. So, sobald ihr diese Orbs habt, ist es wichtig, sobald ihr in die dritte Phase geht, schnell zu sein. Denn diese Plattformen, auf denen wir spielen, die haben Symbole. Und das sind genau die Pakt-Symbole. Und jetzt müssen die Orbträger nicht den Boss angreifen, sondern sofort lostigern und auf diese Symbole sich stellen. Heißt, auf jeder Plattform steht dann ein Spieler, der die jeweilige Orb hat. Ja? Also der Ventier geht auf das Ventier-Symbol, der Kyrianer geht aufs Kyrianer-Symbol und so weiter. Ne? Also ihr seht, die an eurer Minimap seht ihr ja, welchen Pakt ihr habt und wie das Symbol aussieht. Und dementsprechend auf das Symbol stellt ihr euch einfach an den Plattformen drauf. Ihr habt dann einen extra Button, den ihr drücken könnt. Bei uns in dem Try haben, glaube ich, die Leute einfach nur wild auf den extra Button geklickt und dann kamen vier Strahlen in die Mitte und wir haben das Achievement quasi damit schon mal vorbereiten, muss zwar dann den Boss noch töten, aber das Achievement war schon mal weiß. Ich habe jetzt nochmal das nachgelesen gehabt, anscheinend ist es so, in der Reihenfolge, wie die Orbs auf der Brücke liegen, muss man auch dann dementsprechend die Orbs aktivieren. Also wenn die erste Orb auf der Kette die Ventier Orb war, dann muss halt Ventier als erstes drücken, wenn die zweite Kyrianer war, dann Kyrianer als zweites und so weiter, ne? Sonst unterbricht man sich anscheinend gegenseitig. Ich habe das jetzt als Tank mal nicht gemacht, weil ich blöderweise den Boss tanken muss, aber ja, ihr solltet dann am besten das in der Reihenfolge klicken. Bei uns haben, wie gesagt, alle einfach wild das Ding geklickt und es hat irgendwie geklappt. Vielleicht war es zufällig die richtige Reihenfolge. Das Ganze muss übrigens durch sein, bevor Anduin Blasphemie castet. Und dafür habt ihr nur 7 Sekunden Zeit. Also die zweite Phase beginnt. Anduin hat dann 7 Sekunden castet er sein komisches Blasphemie-Gedönse. Und wenn das durch ist, war es das. Ne? Also ihr müsst in der zweiten Phase alle Kugeln aufsammeln. Dann dritte Phase startet, die Leute schwärmen auf. Ihr seht ja, ihr startet, glaube ich, immer auf der Necrolord-Rune. Also Necrolord muss schon mal nicht laufen. Die anderen 3 müssen dann halt lostigern auf die richtige Rune, das Ding klicken. Und wenn dann die 4 Strahlen in die Mitte gehen, das Achievement weiß wird, dann könnt ihr einfach ganz normal alle auf die eine Plattform zurückkehren und den Boss töten und kriegt dann am Ende auch das Achievement. Wenn ihr das fehlgeschlagen habt, müsst ihr euch halt einmal ablegen und das dann nochmal probieren, ist auch keine Schande. Bloß der Bosskampf ist halt sehr, sehr lang und man will das halt eher vermeiden. Ja, ist auf jeden Fall ein lustiges Achievement, hat sich bloß etwas einfallen lassen für das Endboss-Achievement und der Name vom Erfolg ist eigentlich auch ganz gut, wenn man so Silvanas Spruch bedenkt, ne? Die Welt ist ein, the world is a prison, ne? Und hier ist quasi ein Prisma. Ist eigentlich ganz nett, so zumindest in der englischen Variante. In der deutschen geht vielleicht ein bisschen was flöten, aber ich denke, man kann es trotzdem verstehen. Gut, damit sind wir mit dem letzten Erfolg durch und damit auch mit den kompletten Erfolgsguides zu dem Meta-Achievement bzw. zum Mount. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.